Guten Tag. In der letzten Folge wollte David unbedingt lernen, wie man schmiedet, also richtig schmiedet, also geil schmiedet. Und deswegen hat er Sophie vorgeschickt. Zu Claudius. Nein, Pascal. Nein, wie viel? Claudius ist das. Hat nur so mittelmäßig gut funktioniert. Und dann hier noch ein bisschen Gelaber. Ich glaube, das war im Wesentlichen. Viel Spaß und bleibt geil. Punkt 1. David. Okay. Ja. Dein Tee ist versalzen. So, 2, 3, 4 Tage. Mein Tee ist versalzen. Ja, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Mit deiner Bardenzunge. Ach so, ja, maybe. Passiert. Punkt 2. Du wirst noch ein wenig an der Schmiedekunst feilen, um dich nicht zu blamieren. Du hast ja jetzt die Arbeit schon aufgenommen, das wirst du wirst ab und zu kellnern. Auch Silvester, jedenfalls so bis 2 oder sowas. Danach kannst du noch ein bisschen Spaß haben. Die Feen feiern Silvester nicht so großartig, denn den Jahreswechsel gibt es nicht. Und Sophie hat ja, wenn David sowieso nicht Zeit ist, hat ja auch Zeit. Ja, was kann man machen? Mit Kamal zu treffen oder so. Nö, der ist ja nicht da, der ist ja entweder schmieden oder arbeiten. Also kann ich mir vorstellen. Das könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, ja. Ja, gibt ja Sinn. Ja. Sie ist ja rücksichtsvoll und macht das nicht, wie David es gewünscht hat. Bei euch zu Hause? Ja. Ja, das ist auch entspannter für alle. Schön. So, 9. Januar, das ist jetzt so fast 2 Wochen. David, du bist inzwischen recht gut. Das gefällt mir. Ich muss immerhin eine Glanzleistung mit den Schwertern verbringen und mit den anderen Dingen. Ich habe daher quasi so eine Art Verpflichtung. Das bestimmt. Also Leute. Ja, auf was darf ich mir das denn steigern? Metallarbeiten? Wieso das ist steigern? Na sicher. Das ist auf 2, du kannst jetzt auch schmieden. Steigern. Du denkst, wo du spielst mit einem Spielleiter, der dir was gönnt. Ja, eben. Nee, du kannst jetzt damit so gut schmieden mit deinen Metallarbeiten, wie du es halt, weißt du? Zu deinen Metallarbeiten Stufe 2 zählt jetzt auch das Schmiedehandwerk. Fertig. Das reicht doch. Ist doch gar nicht schlecht. Für 2 Wochen Übung vor allen Dingen. Ja, eben. Vor allem 2 Wochen Übung, die ich einfach mal, wo ich wesentlich mehr Zeit investiere. Ja, Als, halt also, dreimal so viel Zeit. genau. Ja. Es ist halt quasi schon ein ziemlich ausgesprochen guter Trainingssatz. Ja. Was kostet mich das nochmal an? Ja, nochmal, wenn ich steige? Ein Punkt oder wie viel war das? Nee, Du ein bisschen mehr. steigerst nicht. Hä? Pass auf, du hast Och, ja dann hat. Metallarbeiten. Nee, du hast Stufe 1 hast du Metallarbeiten, ne? Das gucke ich mir später nochmal an. Ist für heute irrelevant. Aber ich bin da steigern. Ja, gucke ich mir später an. Ist mir jetzt irgendwann nach dem Spieleabend oder so. Zählt Ja, jetzt mal okay. auf. Kriegst du es schon noch. Vielleicht. Ist denn unser lieber Vermieter noch am Leben? Den hast du seitdem nicht mehr gesehen. Der war nie irgendwie da. Alles klar. Irgendwann würde ich mal bei Herrn Satt fragen. Ja, den wirst du irgendwann treffen im Hof. Er wird irgendwie sich da entlangtasten mit seinem Spazierstock. Guten Tag, Herr Satt. Haben Sie in letzter Zeit Roland noch mal gesehen? Also, im übertragenen Sinne, Entschuldigung. Nein, das habe ich nicht. Ich kann nicht eben sagen, dass mich der Fluss der musikalischen Abenduntermalung stört. Ein wenig Urlaub ist manchmal schön.
Er ist im Urlaub? Das weiß ich nicht genau. Für mich ist das Nichtvorhandensein der abendlichen Beschallung tatsächlich Urlaub. Wo er ist, weiß ich nicht zu sagen. Okay, denn ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Es ist nichts Ungewöhnliches. Man kann nicht verlangen, dass ein wildes Wesen sich einsperrt, Tag für Tag. Natürlich nicht. Bevor ich ihn das letzte Mal sah, hat er mir ein Dokument überreicht. Daher bin ich ein bisschen besorgt um sein Wohlergehen. Es scheint mir eine geplante Handlung. Entsprechend ist er bei Sinnen. Was gibt es mehr zu hoffen? Das stimmt allerdings. Nun, dann danke für die beruhigenden Worte. Selbstverständlich, du hast nicht zufällig den Wandstier im Garten gesehen. Ich schaue mich mal kurz um. Ist sie da? Nö. Nee, sie scheint nicht hier zu sein. Gut, danke schön. Bitteschön. Dann würde sich langsam zurücktasten. An der Wand lang. Kann ich Ihnen zur Hilfe, zur Hand geben? Nein, vielen Dank. Gut, ja, dann gehe ich halt wieder nach oben. Zum Gefühl zu diesem Haus hat sich für mich noch nichts verändert, ne? Also, dass sich das irgendwie jetzt anders anfühlt, dieses Haus. Hey, er ist noch nicht tot! Ja, eben, woher soll ich das denn wissen? Das sag ich dir anschauen, wenn das Haus dir gehört, würde ich das sofort sagen. Ja, ausgezeichnet. Ja, es ist halt so die Frage, ich mache mir nämlich halt Sorgen, dass ich das irgendwie nicht mitkriege und dann habe ich dann, ne, auf einmal plötzlich alles kaputt. Keine Sorge, ich sag dir schon, wenn es dir ist, du kleiner gieriger Mistsack. Ich will eigentlich eher gar nicht, dass es mir gehört auf den Hals. Ich mag den Char, den NPC. Mag ihn. Ich will gar nicht zu den Großgrundbesitzern gehören. Ey, Sophie. Du pennst ja, ne? Habe ich jetzt beschlossen. Ja, okay. Im Traum siehst du einen Mann. Er ist gekleidet in zusammengewürfelten, einigermaßen dreckigen und etwas müffligen Klamotten. Er hat graues Haar. So schulterlang, eher ungepflegt. Seine ganze Erscheinung wirkt wie ein Penner. Er ist auch, er scheint leicht verwirrt, seine Augen zucken immer wieder hin und her und er scheint etwas zu suchen. Und, okay. Punkt. Ja, ich schlafe weiter. Bis ich irgendwann aufwache. Beim Suchen wird der Typ irgendwann in deine Nähe kommen, sodass du wenigstens verstehst, was übrigens sein rechtes Bein zieht er nach, als wäre es irgendwie ein Stück Holz, was an seinem Oberschenkel befestigt ist. Und stützt sich ab und zu, also ab und zu fällt er auf alle Viere dabei und rappelt sich dann wieder mühsam auf. Die Pfade, ich hab die Pfade gesehen, wo sind die Pfade? Die Pfade, da drüben, da war ich noch nicht, die Pfade. Ja, hier muss es sein, hier geht's rein. Er tastet etwas wie ein schlechter Pantomime in der Luft ab. Hier ist das. Wo ist die Tür? Er dreht sich dann zu dir um.
und kommt schnaubend, weil angestrengt, ob seiner behinderten Gangart auf dich zu. Hm. Sie. Sie legt den Kopf etwas schief. Ich hätte gern den Schlüssel. Da muss ich dich jetzt fragen, wie sehr, also wie träumig sind Feenträume oder unsere Träume? Haben die Auswirkungen, wenn wir da was tun? Unter Umständen. Das ist ein eher tiefer Traum. Du schläfst tief, sag ich mal. Aber auch du kannst gar nicht so tief träumen, als dass du Dinge nachhaltig beeinflusst. Denn der Ort, an dem du dich im Traum befindest, ist meistens ein Schatten, der schnell zusammenbricht. Das einzige Mal, wo du wirklich geträumt hast und im Traum warst, an einer Stelle, die es gab und die geblieben ist, war beim Rad. Alles andere sind flüchtige Erscheinungen. Mhm. Bitte. Sie nimmt seine Hand. Bitte. Ich brauche den Schlüssel. Den Schlüssel zum Turm. MDR. Guten Tag, ich bräuchte, bitte geben Sie mir den Schlüssel. Sophie nimmt ihren Block hervor. Bitte. Ich muss durch die Tür. Sie schaut ihm jetzt in die Augen. Seine Augen sind ein kompletter Spiegel. Aber das ist erst so, seitdem du ihn berührt hast. Inwiefern ein Spiegel? Es ist, als hätte man ihm Spiegelscheiben eingesetzt, aber nicht auf die schweigende Lämmerart, sondern natürlich gewachsen. Sie lächelt ein bisschen. Hinter den Spiegeln musst du suchen. Nein. Doch. Da ist nichts. Ich brauche bitte den Schlüssel. Hinter den Spiegeln. Sie haben ihn dort. Nein. Nicht hinter den Spiegeln. Bitte nicht hinter den Spiegeln. Oh, Sie sagen also, der Schlüssel ist hinter den Spiegeln. Natürlich, Sie haben recht. Hätten Sie vielleicht ein Werkzeug? Ein Werkzeug? Ein Messer. MDR. Der Turm. Ein Werkzeug. Hätten Sie vielleicht ein Werkzeug für mich? Ja. Ein Stift und ein Papier. Er streckt die rechte Hand aus. Sie gibt ihm einen Stift und sie gibt ihm Papier. Er wird ihn langsam zum Auge führen, dort, wo der Tränenkanal sitzt. Ey, du hast es ihm doch gesagt. Ja, der weiß doch nicht, dass seine Augen Spiegel sind. Offenbar vermutet er es irgendwie. Sie hält seine Hand fest. Entschuldigen Sie bitte, ich muss hinter die Spiegel. Aber die junge Aelun sagte es mir. Aber nicht so. Nein. Nicht so. Nein.
Es gibt einen Weg dorthin. Schmerz. Nein, nicht Schmerz. Mein Herz ist gefangen. Ich bin erdrückt von der Welt. Die Welt ist langweilig. Alles ist erkundet. Die Wege kartografiert. Ich brauche den Schlüssel für die andere. Den Schlüssel, bitte. Hier gibt's noch viel für dich zu entdecken. Ja. Sehr viel. Da drüben ist die andere Tür. Er wendet sich von dir ab. Weil ich sie ist nur anders. Er geht in eine andere Richtung. Sie lässt ihn gehen. Also humpelt. Dann wirst du erwachen. Sie wird sich jetzt augenblicklich einen Stift nehmen. Sie muss dieses Gesicht behalten. Kein Problem. Okay. Es wird länger dauern. Es wird eine sehr detaillierte Zeichnung. Ist da nur der Typ drauf? Ja. Okay. Na, darum rum hat man doch nicht viel gesehen, oder? Nee, hätte sein können, du greifst das auf, was er gesagt hat. Nur der Typ. Es war tatsächlich so ziemlich viel Nebel drumrum. Nicht der Nebel, der die mundane Welt vom Traum trennt, sondern Nebel. Aber die Spiegelaugen, die wird man sehen. Man sieht auch ihre Spiegelung darin. In seinen Augen spiegelt sich was auf deinem Bild. Aber nicht nur du. Sondern? Ein Turm. Und da steht drauf Folgendes. MDR. Hehehehe. Ja. Toll. So viel war schon mal in Leipzig. Naja, das ist mir auch gerade eingefallen. Ja, direkt am Bahnhof. Musste mir nur erstmal wieder einfallen. Nee, deswegen hätte ich das auch als nächstes gesagt. Okay. Dann geht sie zu David ins Zimmer. Oder egal, wie spät es jetzt gerade ist. Ja, er war zur gleichen Zeit, also es wird irgendwie Nachmittag oder sowas sein. Anni, du hast ja noch gepennt, also wird es eher jetzt so Mittag sein? Ja, dann ist David wahrscheinlich schon untrainiert, weil er so baut gerade unten in seiner Schmiede. Kannst anklopfen. Dann klopft sie. Ja, ich öffne eher die Tür. Geht das eigentlich magisch, quasi, dass ich schnippe und die Tür geht auf? Nein. Oh. David, ich werde sehr bald nach Leipzig fahren. Entweder kommst du mit, weil du dort ohnehin noch was zu erledigen hast, oder du bleibst hier. Das ist mir egal, aber ich brauche dann deine Antwort. Alles klar, ich komme mit. Okay. Steck das mal hier aus. Balancetechnisch bei dir. Okay. Also, wer oder was? Er gibt dir halt ein... Das Problem ist halt so ein Chimäre... Also man kann halt eine Axt halt quasi nur den Axtkopf schmieden. Aber du hast noch ein bisschen Holz übrig. Genau, dementsprechend kriegst du halt ein richtiges Stück Holz, was du auch siehst, aber halt ist halt nur ein chimärischer Axtkopf drauf. Alles, was ihr dort unten habt, ist chimärisch. Auch das Holz? Wuhu! Was nice. Ein bisschen chimärisches Holz, also das ist Brennholz. Huh. Du brauchst für eine Axt aber kein Brennholz, sondern schon ein bisschen was Stabileres. Zum Ausbalancieren reicht's erstmal, zum Testen. Eben. Gut. Sie probiert es aus. Passt, wackelt und hat Luft. Beauty. Es hat genau die richtige Masse, dass du es gut führen kannst, ne? Dass es auch nicht zu schwer ist, sodass du gut damit verschiedene Sachen machen kannst. Aber es hat die richtige Masse, um jemandes Kopf damit, wenn ein Axtkopf dran wäre, zu spalten. Zumindest ein bisschen. Da drin ist es immer so warm und weich.
Ja. Damit kann man perfekt das Spiegel gucken. Was sagst du? Jo. Sehr gut. Das ist jetzt so quasi. Proved. Ja, also wir müssen das noch ein bisschen besser machen, aber. Und das hier, der zieht halt durchaus einen Speer. Das ist schon. Sieht ein bisschen mehr aus, also ein bisschen besser aus als deins. Weil er hat anscheinend damit länger dran gearbeitet. Und das hier wäre dann das Schwert. Aber es ist auch so. Nur noch ein Entwurf. Das muss alles noch besser. Natürlich. Ist das hier gerade Fishing for Compliments oder? Nee, ich wollte einfach nur dir das zeigen, dass ich. Hast du gut gemacht, David. Ja, ein bisschen vielleicht. Gut, dann wann wollen wir denn nach Leipzig? Weiß ich nicht, ist mir egal. Du bist eingeladen. Ich will nur nach Leipzig, ich will nicht zum Hof. Achso. Was möchtest du denn da? Jemanden finden. Okay. Willst du mir auch sagen, wen? Ich habe keine Ahnung, wen. Achso. Das macht das Ganze natürlich einfach. Ja. Zur Not muss ich da mal jemanden fragen, der sich vielleicht auskennt. Also kommen Sie mit auch zum Hof. Top. Nee, ich komme nicht mit zum Hof. Also vielleicht, weiß ich nicht, aber nicht zu Sof. Zu der will ich nicht. Die ist doch nett. Was will ich denn bei der? Mit ihr will ich aber gar nicht sprechen. Ich glaube, wenn wir da hingehen, solltest du dich aber wenigstens da, also dich blicken lassen. Ich glaube, das wäre höflich. Wenigstens einmal Hallo zu sagen, ich bin jetzt auch hier. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Spielleiter, gibt die Etikette mir das vor? Ist kein Vampire. Okay. Ist kein Vampire, aber höflich ist es dennoch. Sie kann nicht erwarten, dass jede Fee, die Stadt durchquert und mal da drin ist, zu ihrem Hof kommt. Aus einem Grund, der sowieso bald auftaucht. Okay. Dann, wann wollen wir los? Ja, ich, kann sie mal anschreiben. Ja, du weißt überhaupt, wo der Hof liegt? Nö. Ich würde sie dann einfach anschreiben. Ich hab ihre Nummer. Wenn sie im Traum ist und was naja, oder die ist Nummer in ihrer Freistätte. Naja, oder halt die Nummer eines ihrer Untergebenen. Ich hab eine Nummer, mit der ich sie erreichen kann. Naja, ich würde dann quasi rausgehen und Sophie mitnehmen. Keine Ahnung, frag doch mal Sandro. Der kann dir bestimmt helfen. Nee, ich habe ja eine Nummer. Ich kann sie einfach rufen. Beziehungsweise ihr eine Nachricht oder was. Okay, wie du meinst. Also wie gesagt, mich brauchst du nicht ankündigen. Ich will nicht zu ihr. Ja, ja. Aber... Du schreibst dir also eine Nachricht. Genau, wann würde mir das dann am besten passen, dass ich vielleicht für ein oder maximal, dass ich da eventuell auch eine Nacht, also nicht die Nacht, ich will da nicht die Nacht bleiben, aber für den Fall, dass ich es muss. Ja, heute und morgen wäre gut. Na gut. Heute ist Kacke, also morgen schon eher. Weil heute, ich fahre nicht da so hin, dass ich irgendwie nur nachmittags da ankomme. Ja. Das ist ganz vergessen. Ich will morgens dahin. Ja, das ist vernünftig. Ja. Wenn man auch möglichst viel Zeit in Leipzig hat. Bevor es dunkel wird. Ja. Dann schreibe ich ihr eine Nachricht, dass ich auf ihre Einladung zurückkommen würde und morgen im Laufe des Vormittags Leipzig besuchen würde. Mhm. Wie lange wartest du denn auf eine Antwort? Naja, das ist einfach nur die Ankündigung, dass ich das tue. Okay, also es wenn kommt. Wenn sie mir nicht antworten, dann ist das halt so. Das stimmt. Sophie ihrerseits wird irgendwann mal versuchen, sie hatte da ja noch jemanden, der ihr da quasi mal angeboten hat, dass sie da mal rumeiern sollte.
Ja, Aaron, die Rotkappe hatte dir damals zu Zeiten der Nöcker-Rohrpost gesagt, schick mir einfach eine Nöcker-Rohrpost. Ah, I see. Sophie wird aber dann zu Sandro gehen. Okay, ja, ist zu Hause. Das heißt, du musst kurz warten, dann würde er irgendwie die Tür aufmachen. Mhm. Einen wunderschönen guten Abend. Ist es schon so spät? 19 Uhr jetzt. Oh, na gut, einen wunderschönen guten Abend, Sophie. Er wird dann dich hereinbitten. Dann tritt sie ein. Wenn du diese Barbarei entschuldigst, hätte ich etwas Tee in einer Thermoskanne. Selbstverständlich entschuldige ich das, danke. Ja, wir wird dann ewig brauchen, wie auch bei David, der halt irgendwie mal eine Tasse zurechtzufinden und ein Tellerchen und dir dann was eingießen. Sophie wartet geduldig. Feinste Patina von Janshalle. Halber Zentimeter dick. Eine Patina zum Löffeln. So is it. Der würde sich hinsetzen und irgendwo grob in deine Richtung gucken. Wenn ich in Leipzig jemanden suche, wo kann ich da am besten suchen? Das kommt ganz darauf an, um wen es sich handelt. Um eine Rotkappe, mit der ich mal gesprochen hatte. Aaron. Ist diese Rotkappe ein Vasal? Ich glaube schon. Dann suchst du wohl am besten am Hof der Baroness. Das hatte ich befürchtet. Niemand, keine Rotkappe zumindest, betritt tatsächlich den Hof. Aber sie wachen vorm Tor. Ist er nicht dort, so kann dir dort jemand Auskunft geben, wo er sich befinden könnte. Und wo finde ich den Hof? Du kannst den Hof nicht finden, wenn dich niemand geleitet, der weiß, wo er ist. Des Weiteren kann jemand, der dort war und nicht ein Vasall oder nicht übergeordnet der Baroness in der Hierarchie der Ski steht, auch nur den Weg finden, wenn es dunkelt. Ich sehe da Probleme auf mich zukommen. Alte Zauber zum Schutz vor Aufspürung. In der Tat äußerst sicher. Weißt du zufällig auch, wer mir dann helfen könnte, zu kommen? Wenn du Geduld dein eigen nennst, wäre ich gern bereit, dich zu begleiten. Ob meiner derzeitigen Verfassung kann ich die Zeichen aber nicht sehen, die mir den Weg weisen, sondern nur hören. Es könnte also ein für dich etwas enervierender Fußmarsch werden. Möglich. Aber, wenn du gerne einen Ausflug machen willst, wäre ich dir selbstverständlich sehr dankbar. Ich kann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Gut. Wäre dir morgen recht? Selbstverständlich. Ich kümmere mich direkt um meinen Babysitter. David wird wahrscheinlich auch mitkommen, aber er will zum Hof selbst. David möchte zum Hof. Ist der denn eingeladen? Ja, ist er. Also er sagte heute oder morgen, aber ich weiß gar nicht genau, wann er los wollte. Nun, es bietet sich an, erst gegen 17 Uhr hier in den Zug zu steigen.
Ansonsten, wenn ihr euch gerne etwas in Leipzig verlustieren möchtet, würde ich mit einem späteren Zug nachkommen. Sophie schreibt David über WhatsApp mal kurz, was da jetzt, also ob er jetzt morgen tagsüber schon fahren will, aber er kann erst abends zu sein. Er kann seinen Besuch ohnehin erst abends machen. Warum das? Kommt zurück. Alte Regeln. Okay. Sollten da nicht auch Geschöpfe denn laufen da im Dunkeln nicht Gestalten rum? Fragezeichen? Ein Risiko, das man wohl eingehen muss. Na klasse. Na dann. Woher weißt du das, Fragezeichen? Ich trinke gerade Tee. Schön für dich? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen? 2 Etagen unter dir. Ah, okay, verstehe. Schöne Grüße. Sie schreibt dann noch morgen 17 Uhr los. Ja, dann können wir auch heute fahren. Ansonsten, ja. Jetzt ist es schon 19 Uhr. Okay, dann... Hat Flumi gesagt, ich bin raus. Ja, ja. Ich wusste das doch nicht, wie spät es ist. Ich habe jetzt einfach irgendwas angenommen. Vielleicht sind wir auch sehr dankbar, getan, dass jemand was festgelegt hat, der nicht ich war. Ja, dann, ja. Klar. Morgen 17 Uhr wäre super. Gut, dann sollten wir gegen 16.15 Uhr hier aufbrechen, um noch rechtzeitig am Bahnhof zu sein. Mhm. Wenn ihr so freundlich wärt und den Kartenschalter für mich bedienen könntet. Kein Problem. Vielen Dank. Gut. Dann kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Ich danke für dieses Angebot, aber derzeit gibt es nichts. Dann danke ich dir für deine Hilfe und wir holen dich dann morgen ab. Er nickt höflich. Oh, natürlich, das hatte ich vergessen. Für David wäre es durchaus angemessen, sich in Schale zu werfen. Zumindest als Fee. Ah, ich verstehe. Ich werde ihm das ausrichten. Und ich soll dir schöne Grüße von ihm bestellen. Vielen Dank. Dann bis morgen Abend und einen schönen Restabend noch. Ebenso. Und damit verlässt sie die Wohnung. Mhm. Und geht wieder hoch. David, such deinen besten Anzug raus. Zumindest deinen besten Feenanzug. Okay. Wenn du zum Hof willst, sollst du dich in Schale schmeißen. Wurde mir gerade als kleiner Tipp zugeraunt. Yay! Ich hasse was. Mhm. Na dann, ich geh mal runter und guck mal. Ja, ihr hattet irgendwas, als ihr euren Namen gefunden habt, hattet ihr euch, glaube ich, schön gemacht, bevor ihr los seid, ne? Da hattest du ja irgendwie sowas. Ich hab vergessen genau, was es war. Es war so ein halb praktischer, halb schöner Dingenskirchen, soweit ich weiß. Ja, praktisch. Anzug wahrscheinlich. Ja, so halb irgendwie. Eher so in die Richtung Sport, Sakko, sowas in der Richtung übersetzt in, du weißt, was ich meine. In altertümlich ein bisschen, aber... Ja, also halb praktisch, halb offiziell. Du meinst so ein weißes Hemd, so eine Weste und eine Hose, die etwas robuster ist, als sie es bei sehr feinem Zwirren wäre, aber immer noch angemessen.
Ich weiß nicht, ich finde eine Weste halt schon ultra offiziell, aber ja, wäre ja. Na, es gibt ja auch Westen, die du zum Beispiel offen lassen kannst und so eine Lederweste oder so. Ich das stimmt, und dann auch irgendwie ein Mantel, der nicht ganz, also ein ganz Wams, dreckig ist. Ein Wams. Okay. Jetzt fällt es mir ein. Ich habe die ganze Zeit das Wort gesucht. Okay. Du hast was. Du hast dasselbe, wie du letztes Mal hattest, als du dich fein machen wolltest. Top. So viel muss ich zum Glück nicht fein machen. Das stimmt, denn sie ist immer wunderschön. Ja. Schön und schrecklich wie der Morgen und die Nacht. Tückisch wie die See und hungrig auf Opas Fleisch. Mhm. Die Böse. Aber es hat wohl gemundet. Ich überlege gerade, ob ich mir quasi das Schwert mitnehme, aber... Warum nicht? Es ist halt instabil. Eben. Also nee, es ist nicht instabil, aber du hast ein Restrisiko. Auf der anderen Seite macht es natürlich eher was her, wenn man wie ein Adliger eine Waffe trägt. Eben. Erstmal das. Und zweitens habe ich dir von böse Dinge gehört. Und wenn es dann schon dämmert und da kommen Dinge auf mich zu, dann will ich lieber was in der Hand haben. Das wird mir zwar nichts bringen, aber das weiß ich nicht. Du könntest es zumindest im Zug vielleicht auch in den Rucksack tun. Übrigens, klar würde es dir was bringen, wenn du den Wirt heraufbeschwörst und dich in einer echten Gestalt zeigst, dann ist das Schwert auch echt und kann jeden verletzen. Ah, ausgezeichnet. Ja, das ist natürlich, also... Ich meine, gegen einen Vampir, der Blut pumpt, okay, aber wissen trotzdem. Wissen wir nicht. Ja, das war jetzt auch eher outgewissen. Das ist eher so ein, bringt mir alles nix, aber ich kann es versuchen. Aber ich fühle mich sicherer mit einer Waffe. Genau, richtig. Bis der Wanze die Hand bekommt. Ja, oder sonst irgendwer. Miriam. Generell ist halt alles... Generell macht mich halt einfach jeder fertig, aber das ist egal. Ich komme damit um. Hey, Sophie, du hast gestorben. Du bist bisher fast noch nicht fast gestorben. Ja, bis auf dieses eine Mal, wo der Wanze mich beinahe gefressen hat. Miriam mich beinahe gefressen hat. Die wollte kuscheln. Du hast ihr die Liebe verwehrt. Du hast sie zu einem Monster gemacht. Danke. Können wir springen? Ja, können wir. Geil. Du machst dich fein, dein Schwert. Du wirst irgendein Behältnis finden in ein paar Lumpen gewickelt, die du halt hast und kannst sie dann tatsächlich in den Rucksack stecken oder sowas. Kein Ding. Top. Ihr werdet zum Bahnhof gehen. Ihr werdet eine Fahrkarte lösen. Zugfahrt dauert 40 Minuten. Werdet aussteigen. Bahnhof von Leipzig ist ja eher groß. Da ist eher viel Menschengewühl. Es dämmert. Sandro scheint Probleme zu haben, zu hören. Das, was er will zumindest. Da fällt mir noch ein. Ihr müsst da jetzt natürlich die Köpfe ein bisschen zusammenstecken, weil sonst versteht ihr nicht. David. Ja? Eine Eilund zwingt dich nicht ständig dazu, den förmlichen Respekt zu erweisen, wie es ein Gwydion tut. Sie versucht dich nicht mit Glanz und Glorie einzuschüchtern und deine Augen feucht werden zu lassen, und dennoch erwartet sie, dass du ihr Achtung entgegenbringst, und solltest du es nicht tun, so straft sie dich. Nicht immer so, dass du es weißt, aber sie tut es. Die korrekte Anrede ist: Baroness, meine Baroness, eure Exzellenz. Nee, Moment, Exzellenz ist falsch, oder? Exzellenz dürfte zu hoch sein. Du hast es im Forum stehen. Freiherren nehme ich mal ganz stark an, aber ihr habt es ja im Forum stehen. Lass mich am besten mit dem Gesinde reden, solange du noch nicht ihr gegenüber trittst. Okay, danke. Das wird vieles beschleunigen. Meine Freiheit, meine Freiherrin, Lord oder Lady.
Naja, das ist aber eher, das Lord und Lady habe ich für Sophie hingeschrieben, weil die ja bestimmt eher Englisch reden wird aus Gewohnheit an, weißt du, die Anreden. Ja. Jo, er wird dann echt brauchen, bis er das erste identifiziert, was ihn offenbar weiterbringt. Er kann auch keinen Ort benennen, wo es als nächstes hingeht. Er lässt sich führen. Das scheint mit Schwierigkeiten verbunden. Inklusive derer, dass, naja, ihr seid seine blinden Hunde. So, was Straßen angeht und andere Dinge. Oder eine Laterne, wo er dagegen rennen würde. Irgendwann aber kommt ihr an eine Reihe unscheinbarer Häuser an. Das sind nicht mal Altbauten, das sind tatsächlich Neubauten. Aber dazwischen ist so ein kleiner steinerner Torbogen, auf dem das Wappen der Elund prangt. Also zwei Viertelmonde sind das, glaube ich, von einem Dreieck. Und davor wird er stehen bleiben. Dahinter steht einsam und verlassen. Eine Rotkappe, Käppe, dick in Mantel gemummelt, rauchend. Und blickt euch grimmig an. Geht ein paar Schritte auf euch zu. Was wollt ihr hier? Guten Abend. Ich guck einmal kurz, Herr Satt, will der irgendwie an zu reden, weil er sagt ja, Nee, das ist ja richtig. David ist geladen und Sophie hat eine Frage für dich. Ihr geht durch und du machst Maul auf. Ich suche eigentlich nur wen. Ich suche Aaron. Aaron? Achso, der müsse bei Malakai sein. Okay, und wo ist das? Boah, hast du hier GPS? Ja. Gib dir eine Straßenadresse, also eine Adresse. Cool, danke. Das ist hier. Also versuch's erstmal oben in der Bar und dann frag dich weiter durch. Die sich da nennt Nachtfeuer. Mhm. Da und wird der. Nachdem ich da fragen soll? Dann fragst du nach Aaron. Ob da. Okay, oder gut. Und wenn die nicht wissen, wer es ist, fragst du, sagst du, möchtest du den Geschäftsführer sprechen. Und dann. Der weiß Bescheid, der ist einer von uns. Alles klar. Bis dann. Ah. Sie geht. David und Herr Satt treten erstmal durch das Tor. Und ihr steht in einer, nicht in so einem kleinen Hinterhof zwischen Häusern, sondern in einer dunklen Halle, die keine Decke hat. Vielleicht hat sie eine, aber sie ist dann sehr, sehr weit oben. Man kommt sich klein und unbedeutend vor, wie ein Wurm, der am Boden dieses feuchten Gesteins hockt. Widerwärtig und primitiv. Wenig darauf, denn Herr Satt muss sich offenbar erstmal zurechtfinden, kommt niemand. Aber er wird dann kurz noch sagen, offenbar ist das Personal knapp, wir gehen einige Schritte in den Vorraum. Wird dann mit dir quasi diese Halle durchqueren, am Ende ist eine kleine Holztür, die so klein ist, dass sogar du dich bücken musst. Und dahinter liegt auch in ihr dunkel gehalten ein, ich will nicht sagen, ein Praxiswarteraum. Aber es ist ein Praxiswarteraum mit schwarzer Tapete, einigen Möbeln, die jetzt nicht sonderlich bequem aussehen, und Keksen, die sind nicht, sind keine Slua-Kekse, sind Kekse, aber die sind aus, als hätten die da schon Tausende gestanden, steht eine Flasche Wein da, die ist noch verkorkt und zwei Gläser. Und auf einem Schemel, so platziert, dass man von jedem Sitzmöbel in dem Raum sie sehen kann, sitzt eine Frau, die eigentlich so schön sein muss, dass man sie kaum ansehen kann. Und damit meine ich nicht hot. Und ihr wisst, ich mag es nicht, von objektiver Schönheit zu reden. Wir reden hier von übervollendeter Reinheit. Die sitzt auf einem Schemel vor einem übermannsgroßen oder überfraugroßen Spiegel. Sie bürstet ihr langes rotes Haar inständig und dabei reißt sie sich immer wieder einzelne Fetzen davon aus. Dann salbt sie ihre Haut, bis sich auch da kleinere Stellen erst röten und dann lösen. Und sie dreht sich kurz zu euch um, scheint durch euch durchzublicken. Es ist
Übelkeit erregend, was sie offenbar schon den ganzen Tag über oder wie lange auch immer die da sitzt, mit ihrem Gesicht angestellt hat. Du siehst zum Teil den bloßen Knochen darunter, eine Fratze, die Nase halb abgefallen. Aber der Körper ist noch schnieke. Okay. Sitzt sie da, David? Da sitzt eine Dame, ja. Also das okay. Ist die Freifrau oder ist es... Nein. Es ist vermutlich eine Fee. Also nee, es ist eine Fee, aber... Kennst du die Geschichte um Troja, David? Ja. Sie wird also, falsch erzählt. Okay. Man erzählt sich heute, Helena, die schönste Frau der Welt, so überirdisch wunderschön, dass ein jeder sie besitzen wollte. Schönheit bar jeglicher Vorstellungskraft der beschränkten Menschen. Schönheit, die mit Worten und Gedanken nicht erfasst werden kann. Und man erzählt sich von drei Göttinnen, die stritten. Es waren drei Ski, die um den Apfel von Eris stritten, das wiederum stimmt. Der Apfel der Zwietracht, der vor Athene, Hera und Aphrodite geworfen wurde. Angeblich wurden diese drei Göttinnen also von Zeus ausgesandt, um einen Menschen zu befragen, Paris, wer den Apfel wohl am ehesten verdiente. Und da Aphrodite ihm die schönste Frau der Welt versprach, so sagt man heute, wählte er sie, bekam Helena und Krieg begann, da er sie natürlich stahl. Wahrscheinlicher ist jedoch, ich wage sogar zu behaupten, mit Sicherheit war es eher so, drei Ski, die damals gottgleich waren, befragten Paris nicht, wer den Apfel verdiente und boten ihm nichts dafür, er war ein Mensch. Nein, sie fragten ihn einfach, wer die Schönste sei. Sie machten keine Versprechungen, sie ließen einfach wählen. Doch es waren eben nicht Athene, Hera und Aphrodite. Jedenfalls nicht alle drei. Es waren zwei von eben jenen und Helena selbst. Denn kein Mensch ist so überirdisch schön, wie beschrieben wurde. Er wählte also die schönste von ihnen, die wunderschöne Helena. Sie sollte den Apfel bekommen. Soweit ist das nicht problematisch, aber die Vorstellungskraft der Menschen ist so begrenzt. Ein Mensch kann sich keine überirdische Schönheit vorstellen. In seinem kleinen Geist geht es um Verhältnisse. Also musste, wenn sich die Menschen die Geschichte erzählte, eines die schönste Frau sein, die sie kannten, und die anderen mussten in den Geschichten im Verhältnis einfach und in der Vorstellung hässlicher werden. Die Menschen machten Gebrauch von ihrer mächtigen Magie der Banalität. Sie sind ewige Kinder, die zu schnell sterben, als dass sie die Weisheit des Erwachsenenalters erlangen könnten, und zu beschränkt, um an mehr zu glauben, als sie sehen und verstehen können. Und so wurde den anderen zwei Göttinnen, den Ski, die ebenfalls von purer Schönheit waren, nur eben nicht mit der legendären Helena mithalten konnten, ein schreckliches Unheil angetan. Denn ihr Antlitz veränderte sich Tag für Tag und immer hässlicher wurden sie, je weiter die Geschichte sich um den Erdball spann. Und so wandten sich die Verschmähten beiden, die kaum noch wagten, in den Spiegel zu sehen, aufs Neue Tag für Tag, um zu sehen, wie viel sie schon verloren hatten. Sie wandten sich ans Hause Eilund, doch Eilund konnte ihnen
ihnen nicht helfen, nicht die alte, mächtige, nicht die finstere Magie, die sie hatten. Ihr Dasein war beschränkt auf das Unheil, das über sie gekommen war. Doch Elund hatte Mitleid und versprach, Helena zu strafen für ihre Schönheit. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich durfte einst hier übernachten, was mir große Ehre war. Bei Sonnenaufgang sitzt sie hier, die schöne Helena, und tatsächlich war keiner es, sie anzusehen. Und am Abend ist sie das, ohne Gefühl für Zeit, bürstet sie ihr Haar, blickt in den Spiegel und sieht Tag für Tag aufs Neue ihre Metamorphose und was den anderen Göttinnen angetan wurde. Und hoffentlich fühlt sie den Schmerz. Okay. Das ist, schrecklich. Sie steht oder sitzt hier sicherlich nicht umsonst, so viel ist klar. Die Tür öffnet sich. Eine Tür, die bis jetzt nicht existent war. Ein Elund tritt heraus. Ist es der erste Mann, den du da von dem Haus siehst? Und er ist weniger Ski als die anderen, die du bisher gesehen hast. Er ist nämlich einfach nicht prachtvoll und niederschmetternd. Er ist zwar schon irgendwie überirdisch vom Antlitz, aber nicht überirdisch schön, sondern er ist einfach fremdartig von seinen Zügen. Man kann es nicht genau definieren, aber es ist etwas, was im Menschen so nicht vorkommt. Er strahlt aber einfach keine Herrschaftlichkeit aus. Er ist auch gekleidet wie ein Kammerdiener. Er verbeugt sich, wenn er dann die Tür durchschritten hat und euch erblickt. Willkommen am Hofe. Wir sind geehrt, Gast sein zu dürfen und wollen keine Minute eurer wertvollen Zeit verschwenden. David wurde von Baroness Soff aus dem Hause Elund und vom Hof des Winters geladen. Und obgleich ihm dies der Ehre zu viel ist, so scheint es ihm doch ganz und gar unmöglich, dem Ruf seiner Freiherren nicht zu folgen. Seine Bescheidenheit und Demut ist, wenn auch unbegründet, doch Zeichen seines Bewusstseins für Höflichkeit und Wahrung der Etikette. Gleichsam sind wir sicher, ihr kommt als sein Begleiter, nicht als zweiter Gast. Dies entspricht ganz und gar den Tatsachen. Keinen Schritt weiter setze ich ins Sanktuarium, sogleich kehre ich um und vergesse, hier gewesen zu sein. Dann werden sich beide tief verbeugen, und ich habe das deswegen so schnell abgelesen, weil das ein bis ins letzte vorstrukturierter Satz war, den immer wieder dort man wiederholen muss, denn dort ist offenbar. Es ist ein Haus verwaltet von Slua, und Slua haben nun mal strikte Regeln im Gespräch. Das hilft ihnen. Okay. Der Mann wird dich dann kurz betrachten. Er hält dich anscheinend für angemessen bekleidet und führt dich dann durch dunkle, feuchte Gänge, durch ein Labyrinth. Schon nach der ersten Biegung hast du keine Ahnung, wie du zurückkommst. Yay. Und am Ende der kurzen Reise, es sind so 5 Minuten, du siehst übrigens keine andere Fee in dieser Zeit, aber in den Ecken und in anderen Gängen hört man manchmal so ein leichtes Keuchen oder ein Atmen. Am Ende ist also ein kreisrunder Raum, der vom Mondlicht schwach erhellt wird. Der Raum hat ein einzelnes sichelförmiges Fenster an der Decke. An den Wänden stehen Regale, Holz, schweres Holz, dunkles Holz, voll mit Kinderköpfen. Die sind nicht abgeschlagen. Die stehen da auf ihren knubbeligen, kleinen, weichen Hälsen und lachen leise. Und es ist das hellste und reinste Kinderlachen, das du je gehört hast. Ich meine, es bricht sich etwas unangenehm in dem Raum und es scheint von überall her zu kommen. Sie lachen auch nicht die ganze Zeit, immer wieder mal lachen sie kurz auf. Schön. Er dreht sich um, schließt die Tür in der Mitte des Raumes, sitzt
die Lady auf ihrem Thron. Es ist kein Knochenthron, ruhig bleiben. Du siehst sie ja auch das erste Mal außerhalb des Grafenpalastes, zumindest außerhalb des Grafenpalastes als Fee. Sie trägt hier kein Leichentuch, sondern tiefschwarzes, etwas dickeres Kleid, leicht zerfleddert unten mit silbrig schimmernden Ornamenten und eine schwarze Krone, die sehr lange, nennt man das Zacken, sehr lange dünne Zacken hat. Sie sitzt da so auf ihrem Thron. Sie scheint noch recht abgelenkt, kaum bemerkt zu haben, dass jemand reinkam, wie es halt den Ski so innewohnt. Und auf ihrem Schoß liegt ein Menschenkopf. Der Mensch dazu, den gibt's auch. Der sitzt quasi auf dem Boden vor ihren Thron. Der sitzt also quasi nach hinten übergestreckt, den Kopf in ihrem Schoß. Und sie hat sein Gesicht aufgeklappt wie ein Buch und blättert gerade zärtlich eine Seite um. Da sieht man nicht irgendwie das Gehirn oder das Kopfinnere voll mit Blut und ekliger grauer oder weißer Masse. Es ist irgendwie wirklich so, als wäre sein Kopf mit Papier gefüllt. Und wenn man das Gesicht erstmal aufgeschlagen hat, dann lässt sich darin bestimmt Wundersames lesen. Sie scheint auch leicht amüsiert. Und aus ihrem Mund, da kommt auch so ein wunderschönes Kinderlachen. Es ist das hellste und strahlendste von allen. Dann bemerkt sie dich, klappt den Kopf des Mannes zu wie so einen schweren Pelz, wo man ein bisschen Schwung braucht. Und streift ihn dann achtlos von ihrem Schoß, sodass der Typ unsanft auf den Marmorboden klatscht. Okay. Guten Abend, David. Ich hätte nicht erwartet, dass du meiner Einladung so schnell nachkommst. Wie, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich verbeug mich erstmal ganz tief vor ihr. Also, ne, so Verbeugung. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Freiherrin, dass sie mich empfangen. Nun, wir sahen uns vor, wann war das? Keine Ahnung. Über 2 Wochen. Ja, vor über 2 Wochen. Ist das schon so lang? Ja, es kam mir vor wie gestern. Komm nur weiter hinein. Ja, ich gehe dann weiter auf sie zu. Sie umrundet dich im Laufe des Gesprächs, es ist langsam, es ist ja immerhin ein kreisrunder Raum und wird ab und zu mal über eine Wange ihre Kinderköpfe streichen, die dann auch wieder fröhlich kichern und glucksen. Schön. Macht mich gar nicht unglücklich. Ich versuche übrigens nicht, dass sie mir, also sie will mich auch umrunden, aber ich würde ihr quasi nicht den Rücken zuwenden, weil das natürlich nicht. Das ist halt unhöflich, das macht man nicht. Lässt sich auch schlecht reden, so. Genau. Nun, ihr hattet mich gewarnt, ist eingetroffen. Das tut mir leid, David. Mir auch. Allerdings war durch ihre Vorbereitung der Schmerz nicht ganz so stark. Dafür wollte ich mich bei ihm bedanken. Das musst du nicht. Ich sehe, du bist dir unsicher. Es ist für mich ungewöhnlich, das erste Mal an einen anderen Hof zu kommen. Er ist klein und bescheiden, er ist schwach und es kostet Mühe, das Wenige, das wir haben, aufrechtzuerhalten. Er dient dem Zweck. Er erscheint mir sehr faszinierend. Und so klein auch nicht. Nun, er wirkt deutlich größer, als er ist, verglichen mit den unendlichen Hallen, die beim Grafen stehen. Wir brauchen unsere Ressourcen für etwas anderes. Darf ich fragen, für was? Der was? Kampf, David. Ich hatte es befürchtet. Wie, wenn ich fragen darf, führt man so einen Kampf?
Wir müssen ihn hauptsächlich, und das ist das größte Problem, auf einer Ebene führen, die uns so fern und so fremd ist und bei der ich ihn in einem direkten, in der ich nicht direkt etwas tun kann, denn wir begeben uns auf Verwaltungsebenen der Menschen, denn dort sind die Vampire am stärksten. Schon lange haben sie ihre Finger an allen möglichen Dingen, was die Menschenwelt betrifft, und lenken und leiten sie. Es geht nicht darum, dass überall zu erwarten ist, dass ein Blutsauger aus einer Ecke springt und dir an den Hals beißt. Auch sie müssen sich in Acht nehmen, auch sie dürfen nicht gesehen werden, nein. Das Problem ist, dass sie Banalität und Starre bringen. Sie häufen Reichtümer, menschliche Reichtümer an, spielen ihre kleinen Machtspielchen und verderben damit die Welt des Traums. Das scheint wirklich schwierig zu sein, dagegen vorzugehen. Noch wissen sie kaum, dass es uns gibt. Sollte sich das ändern, können wir wirklich von Schwierigkeit reden. Aber sicherlich wird dann der Sommer einschreiten und das Licht der Sonne über die Kreaturen der Nacht bringen. Sicherlich. Ich bin ein bisschen fasziniert von ihren, von ihrer Dekoration. Ich hätte gern anderes. Ich hätte gern Stoffe, Felle, Statuen. Nicht direkt Statuen, aber kleine Kunstwerke. Allerdings wüsste ich sonst nicht, wo ich in unseren kleinen Räumlichen meine Sammlung unterbringen könnte. Dich verstört das, was du siehst, keine Sorge. Ich sammle keine Kinderköpfe. Das sieht aber so aus, wenn ich das mal so sagen darf. Nur auf den ersten Blick. Es ist ein Bildnis für das, was hier wirklich gesammelt wird. Es sind die schönsten Stimmen der Kinder, die ich sammle, wenn sie lachen und vergnügt sind. Sie alle hatten etwas, was sie sich so tief im Herzen gewünscht haben, und ich war froh, es ihnen geben zu können. Nur leider hat ein Kind meist nichts, was einen Gegenwert darstellen würde, außer eben ein reines Lachen. Das ist so richtig. Faszinierend. Möchtest du eins haben? Meine Sammlung ist groß. Manche ähneln sich so sehr, dass ich sie kaum auseinanderhalten kann. Nee. Es wäre der Ehre zu viel. Ich mache es dir zum Geschenk. Möchtest du es ablehnen, David? Ein Geschenk von ihm würde ich niemals ablehnen. Dann geh, such dir eins aus. Lass dir ruhig Zeit. Ich guck mir die an. Also, wenn ich die beim berühre, lachen die dann? Nicht zwingend. Aber ich meine, Kinder sind doch kitzelig, oder? Ja. Ja. Kannst ja auch versuchen, ihnen einen Witz zu erzählen oder eine Grimasse zu schneiden. Okay.
Löst das irgendwas bei mir aus, außer dass es halt ein Kinderlachen ist, was ein bisschen creepy ist? Nur das, was du für dich bestimmst. Okay. Das ist creepy. Oh Gott, ich kann doch kein Geschenk ablehnen von dem. Oh Gott, Alter, das ist so mies. Das wäre wirklich unhöflich, oder? Ja. Yeah. Gott. Ja, ich gehe halt ein bisschen rum, schau mir das an. Alles ein bisschen. Hm. Hast du eine Präferenz? Junge, Mädchen, gewisses Alter? Oh Gott. Wenn, dann Mädchen, aber Wow. Ja. Creep. Was denn? Das war ein Witz. Erinnert es sich etwa, ich meine, deine Eltern haben doch bestimmt Videos gemacht, als ihr klein wart, und man musste sie ja manchmal mit Eltern angucken. Erinnert dich das an das Lachen deiner kleinen Schwester in dem Alter, oder warum? Keine Ahnung, wie klingt das melodischer. Okay. Ihr habt doch keine Ahnung, Mann, Alter! Ich muss doch nur, ich bin verpflichtet zu fragen. Das ist voll krank. Du sagst ein Mädchen. Die sind alle maximal 7. Natürlich, maximal 7. Eine magische Zahl muss es hier sein. Wie, das sind es 3 oder so. Nee, oder aber so. Danach ist das Kinderlachen verdorben. Hm. Dann begreifen sie. Pfui. Schlimm. Oh Gott. Hm. Meine Freiherrin, sie sagten gerade, sie würden sich viel lieber Statuen oder Kunstwerke hinstellen. Statuen war sicherlich der falsche Begriff, ja, aber ja, Kunstwerke, Bilder. Ist denn jemand an ihrem Hof, der das Kunstwerk Handwerk beherrscht? Sicherlich nicht zu meiner Zufriedenheit, ich müsste es ja jeden Tag sehen. Abgesehen davon, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich sonst meine Sammlung unterbringen soll. Hm. Gefällt dir die Kleine? Sie wollte noch einmal ihren Vater sehen. Hm. Es war schön, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Ja, das ist immer schwierig als junger Mensch einen Bezugspunkt zu verlieren. Ja. Sie hat tapfer gegraben und sie hat tapfer ihre kleinen Fingerchen zwischen den Sargdeckel und den Boden gestopft und ihn aufgezehrt, um noch einmal ihren Vater sehen zu können. Es war ein Moment, an dem ich mich noch genau erinnere, als ihr das letzte vergnügte Lachen entwich, bevor sie begriff, und einem Schrei wich. Möchtest du dieses Lachen haben, David? Oder begehrst du ein anderes? Uti, gerade bevor sie diese Geschichte erzählt hat, wollte ich es einfach nehmen, aber Alter! Was denn? Und ich dachte, ich wäre böse! Die ist nicht böse. Gut und böse ist was für DSA und D&D-Spieler. Die ist anders. Holla. Nun, sie erscheint mir wunderschön mit dem Lachen. Sie greift in das Regal und nimmt den Kinderkopf raus. Und damit du ihn besser sehen kannst, weißt du, der war etwas über dir. Mhm. Man hält ihn dir auf Kopfhöhe hin. Ich nehme den entgegen. Du musst das Gesicht anlegen, um das Lachen zu erhalten, David. Wie bitte? Ich helfe dir. Sie nimmt
den Kopf nochmal in beide Hände und mit ihren spitzen Fingern wird sie ihn dann überstreifen. Er verschwindet in diesem Vorgang. Und du merkst erstmal keinen Unterschied. Sicherlich erst, wenn du das nächste Mal lachen musst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ich bitte um richtiges Ausspielen. Ach ja, das ist übrigens kein chimärischer Effekt. Das ist auch ein menschlicher. Alter. Alter. Das ist krass. Ich meine, du kannst es auch wieder ablegen, dann hast du einen Kinderkopf irgendwo bei dir zu Hause im Regal stehen. Der kichert dann statt dir. Das ist klar. Boah, alter Schwede. Das geht mir gerade ein bisschen zu sehr unter die Haut. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja. Ich guck's dir erstmal ein bisschen pv an, weil das nicht erwartet habe, dass ich das Ding jetzt integriert in mir. Dann hast du das Lachen bekommen. Geil. Vielen Dank. Nur zu gern, David. Vielleicht hilft es dir, dich aufzumuntern. Mir hilft es manchmal. Selbst am Hof des Winters nimmt die Dunkelheit manchmal etwas zu sehr von unseren Herzen. Ja, es umschließt uns manchmal und ein strahlendes Lachen kann helfen, die Dunkelheit abzuschütteln, gerade jetzt, wo du offenbar leidest. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun, ich denke, es ist auch im Winter, beziehungsweise gerade sehr im Winter, für uns alle normal, dass uns einen manchmal die Traurigkeit beziehungsweise das Unwohlsein bekommt. Es gehört dazu, wir dürfen uns nur nicht davon ergreifen lassen, ja. Genau, deswegen versammelt man sich ja an Orten wie diesen oder an einem warmen Feuer und umgibt sich mit Freunden. Sie scheint durch dich hindurch zu blicken. Also okay. Nicht scannend, sondern einfach, als wäre sie schon wieder im Nimmerland. Schön. Und dann wird nach ein paar Minuten auch kommen. Ja, sicherlich. Ich hoffe, du hast diesen weiten und beschwerlichen Weg. Ist der weit? Nein, er ist nicht weit. Nicht auf dich genommen, nur der Höflichkeit halber, David. Nein, nicht ganz. Ich kann dir nicht helfen mit Sophie. Das ist okay. Das werde ich selber angehen. Ich bereue auch, was ich zu dir gesagt habe. Sie ist eine einstige Schwester, die ein großes Opfer gebracht hat. Sie trägt eine schwere Last, die sich nun mal auch auf dich überträgt. Ich bin mir nicht sicher, ob du sie stemmen kannst, aber das, was ich gesagt habe, war so nicht richtig. Ich kann nur versuchen, das Päckchen, was ich auf mich lud, zu tragen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Last dich erdrückt, bist du immer noch willkommen, auf dass ich sie von dir nehme. Sie boten mir damals auch Unterstützung von ihrem Hof an. Oder auch ein Teil von ihrem Hof zu werden zu dürfen. Nein, ich bot dir Arbeit an, Arbeit gegen Bezahlung. Ein Teil dieses Hofes kannst du nicht werden. Gehört nicht der Hofstab automatisch zum Hof? Du würdest nie zum Hofstaat gehören. Was denkst du, würde unser geehrter Graf denken, wenn das passieren sollte?
Der Schaffer des Traumsteins. Hier, in einer kleinen Baronie des Winters, einer Festung, die nicht Licht ist, von denen es sehr wenige gibt. Er würde mir Dinge unterstellen, die weder wahr sind und die auch gleichzeitig Unheil bringen könnten. Darauf bin ich nicht aus. Ich verstehe. Außerdem bist du kein Winterkind, David. Ich biete dir Arbeit und ich biete dir Bezahlung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich dich entlohnen kann, gerecht. Ich würde gerne mein handwerkliches Geschick wieder unter Beweis stellen und lernen, wie ich es einmal zu beherrschen vermochte. Wenn ich dies in euren Diensten tun kann, könnte das zu unser beider Wohl sein. Sicherlich. Zurzeit plane ich nicht weit in die Zukunft. Du hast Dinge zu lernen. Du kannst sie hier lernen und du wirst von mir eine Person vorgestellt bekommen, die Dinge weiß, die dir vielleicht helfen. Ich erwarte nicht viel. Ich erwarte nur, dass wenn du Dinge erschaffst, du mir ein kleines Geschenk machst, was auch immer du für angemessen hältst. Nur ein Zeichen deiner Anerkennung. Es ist nichts, was ich dir großartig biete. Es ist nur etwas zu aktivieren, was in dir verborgen ist. Dafür erwarte ich nichts, David. Gut, sie meint, war das wörtlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich was erschaffe? Frag doch mal. Ich glaube nicht, dass ich mir spezifisch genug ausgedrückt habe. Gilt das nur an ihrem Buch oder gilt das für den Rest meines Lebens? Nein, du lernst hier eine... Ich kenne mich nicht aus mit dieser Art von Erschaffen. Mein Höfling wird sicherlich genauere Details mit dir klären zu einem späteren Zeitpunkt. Du lernst etwas Bestimmtes. In diesem Vorgang wirst du verschiedene Dinge erschaffen, die funktional sind oder auch nicht, die zerbrechen oder auch nicht. Und eins von denen wirst du mir zum Geschenk machen. Das was du danach tust, tust du danach. Und wie wir uns danach einigen, das werden wir sehen. Das finde ich als fair. Und dann das freut mich, David. Es wäre mir eine Ehre, zu dienen. Sie nickt. Dann wird sie wieder kurz abgelenkt sein. Jemand wird dich aufsuchen in deiner Stadt, deinem Haus. Noch bevor dieser Monat sich dem Ende neigt. Er kommt nicht als Fee. Er kommt als Fee, aber nicht so, dass er es zeigt. Das muss niemand wissen, was wir aushandeln, David. Es steht dir frei, es jedem zu erzählen. Ich selbst werde mich darum bemühen, dass es in einem kleinen Kreis bleibt. Sie deutet dabei schmunzelnd im Raum herum, der kleine Kreis von 30, 40 Kinderköpfen. Und wahrscheinlich fangen sie gleich an zu kichern. Naja. Ja, ich verbeuge mich dann quasi vor ihr. Ich würde dir gern sagen, dass ich oder einer meiner Höflinge, die eine Tour anbieten könnten durch das, was wir hier haben. Allerdings halte ich das für keine gute Idee und könnte auch derzeit keinen entbehren. Sicherlich kommen wir ein anderes Mal dazu. Ich habe nicht prachtvolle und glanzvolle Wunder. Das, was diese Freistadt ausmacht, liegt im Verborgenen. Aber es lohnt sich teils, einen genaueren Blick darauf zu werfen. Wahre Schönheit unterstreicht immer die kleinen Seelen. Sie lächelt. Nun, ich möchte ihre Zeit auch nicht unnötig beanspruchen. Ja. Sagt sie und wendet sich ab, setzt sich wieder auf ihren Thron und klappt den Kopf wieder auf. Ich trete dann halt aus dem Raum, also verbeuge mich quasi nochmal, bevor ich gehe. Und wenn dann draußen steht, ich hoffe, ich komme da auch lebend wieder raus aus diesem Labyrinth.
Naja, der Elund Kammerdiener wird dich schon rausgeleiten. Jojo, also Sophie. Jojo. Sophie. Spielleiter. Was war das denn? Das war David bei Baroness Zoff und das war das andere. Ich meine, war dein freudscher Versprecher. Freudscher Versprecher? Ich denke, das ist eine Hirnfehlschaltung. Okay, eine ziemliche Hirnfehlschaltung. Ja gut, bei 48.000 Synapsen kann das schon mal passieren. Alter, ich war gerade in einem Raum mit kleinen Kindernköpfen. Natürlich denkt ihr an Jojo. Du kannst ja erstmal aufschreiben, dass du jetzt das schönste und reinste, na das nicht, aber ein wunderschönes, reines Kinderlachen hast. Und solange du es nicht abstreifst und diesen Kopf irgendwo hinstellst, hast du das immer. Alter, wie streife ich sowas ab? Na, du kannst es einfach abnehmen. Ne? Das ist nicht das Problem. Wie ein Hütchen. Aber du musst es dann irgendwo hinstellen, wo es dann lacht. Ja, das kommt unten in meine Werkstatt. Und ich hoffe doch, du denkst daran, wenn du irgendwelche Höflinge von und Vasallen von ihr siehst, dass du es vorher wieder anziehst, nicht, dass du zwischendurch kicherst und dann das Geschenk von ihr verschmäht hast. Also, Sophie. Ach Gott, ist das kacke. Ah, es ist schön, mal nicht die Böse in der Runde zu sein, ja? Niemand ist böse, das hatten wir schon geklärt. Ja. Ich krieg noch meine Momente. Nee. Also, du nicht heute. Du bist eine Heilige. Das wollte ich hören, ausnahmsweise mal. Ja. Es ist eine Bar im Barviertel tatsächlich. Das gibt es ja in der Nähe vom Bahnhof, so ein kleines Barviertel. Nachtfeuer, wie gesagt, wenn du reinkommst, dunkle Holztäfelung. Absolut nicht rustikal, sondern mit feinen Verzierungen und Details an den Wänden. Nicht Stuck, also nicht die Art, aber hier und da gibt es was zu entdecken. Auch einfach ein paar Asymmetrien mit irgendwelchen aufgehangenen Bildern und anderen Sachen. Hauptsächlich auch Tierornamentik zum Teil an den Stühlen. Die Stühle passen nicht alle zusammen, sowas. Aaron sitzt tatsächlich an der Bar. Vor ihm ein menschlicher Barkeeper, der so menschlich ist wie ich. Und ja. Ansonsten sind da auch noch ein paar andere Leute, bla bla. Atmosphäre ist einigermaßen gelöst. Und verraucht. Mhm. Dann geht sie zu ihm. So, ja. Der ist halt tief übers Glas gebeugt, wenn der dich neben ihm setzt, nehme ich an. Ja. Bitte, hat irgendwas geschickt, aber egal. Oh. Einen schönen guten Abend. Du hast mir was geschickt, was? Ja, egal jetzt. Nicht wichtig. Okay. Einen schönen guten Abend. Tag. Bring der jungen Frau mal. Was sollst du? Keine Ahnung. Alles Mögliche. Bring der alten ein Bier. Ein feines Reutnitzer. Mir auch da drüben an den Tisch. Dann wird er sich hinten an den Tisch setzen. In der Ecke, am Fenster. Täusche ich mich? Nee. Brauchst du ein Taschentuch? Nee. Danke, Bier. So, Reutnitzer, Jute Brauerei. Also, jetzt verpisse ich wieder. Yeah. Sag mal, Sophie. Streck den Kopf etwas zusammen mit dir. Erzähl doch mal, wie dein erstes Mal war. Was? Du weißt genau, wovon ich rede. Ich riech das. Eine Rotkappe riecht das, wenn eine Fee und sogar teils, wenn ein Mensch eine Grenze überschreitet. Und ich finde, wir sind die Letzten, die dafür urteilen oder verurteilen, ne? Du, das, dachte ich mir. Naja, was willst du denn wissen? Wie es war, wie es abgelaufen ist, was sie dazu getrieben hat. Und sowas ist so privat, das erzählen wir nicht weiter. Ich war einfach nur sehr lange unterwegs. Und es war sonst nicht da.
Hast du gespürt? Ja, es gibt den Hunger und es gibt den Hunger, der tief sitzt, der eine Hunger, weißt du, den kann ich befriedigen, wenn ich mir einen Sack Kartoffeln, einen Autoreifen, irgendwas, ein paar Plastikflaschen ins Maul stopfe. Und den anderen, den kann ich nur befriedigen, wenn es gelebt hat. Und wenn es eine komplexe Lebensform war. Hat es deinen zweiten Hunger, hat es ihn gestillt? Da muss Sophie tatsächlich überlegen. Sie lehnt sich zurück. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist etwas, wo da noch nicht die Zeit für war. Hat es ihn vielleicht erst geweckt? Was? Ob es den zweiten Hunger vielleicht erst geweckt hat? Wie ein Tier, das in dir schlummert. Und dann faucht es und fährt die Klauen aus, als du das erste Mal gekostet hast. So ging's mir. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es so ist. Ich will's aber auch nicht ausschließen. Aber jetzt so nicht. Wenn er kommt, der Hunger auf Mensch, dann solltest du lieber nochmal herkommen oder mit jemand anderem reden. Du musst vorsichtig sein. Ich glaube, es ist die schlimmste aller Süchte. Mag sein. Scheiße, hab dich irgendwann gesehen, hab dir dieses Geschenk vom Hof überbracht und du erzählst mir, du willst den Winter kennenlernen. Das ging schnell. Ich hab mich auf die Suche gemacht. Ich hatte dir erzählt von den ersten Rotkappen, ne? Das hatte ich gemacht. Jetzt bist du Teil des Windes, der am Fleisch reißt. Und nicht mehr nur eine Gestalt, an der gerissen wird. Weißt du, die Leute haben dir bestimmt alle gesagt, willkommen in deinem zweiten Leben. Nee. Dein zweites Leben hat erst angefangen. Ich weiß, du bist nicht einer von uns, das denke ich auch in keiner Sekunde, aber es geht darum, dass man eine Grenze überschreitet, dass man gewillt ist, alles zu tun. Ach, das weißt du alles selbst. Ja, ich glaube schon. Ich hatte einen guten Lehrer. Ja. Will ich dem über den Weg laufen? Nee. Weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Das würde auch schwierig werden. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich habe am Tor gefragt. Ja, klar. Wie hast du zum Hof gefunden? David wollte hin und einer, der mit bei uns im Haus gewohnt hat, war so nett, uns hinzubringen. Bei euch im Haus hier wohnt jemand, der das kann? Ja. Wer? Was? Wer? Sandro. Ach so, ja, na klar, der kann das. Ja. Hat man dir am Tor auch gesagt, dass was das hier für eine Bar ist? Nö. Das ist der obere Teil und es gibt den unteren Teil. Und im unteren Teil, da wird auch Hunger gestillt. Anders, wenn du Interesse hast. Ich weiß nicht, ich mag den Typen irgendwie dahinter, hinter der richtigen Bar unten sitzt, wenn du Interesse hast. Es ist, also, es geht auch um Fleisch. Aber
Ja, wenn man dir das nicht gesagt hat, ich würde es dir tatsächlich irgendwann mal empfehlen. Du könntest mir das jetzt sagen? Na, die Worte sind alle so vulgär und die Leute reagieren nicht gut drauf, wenn ich so bin. Ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Ja, aber es macht dir ein anderes Bild. Wie ist es, wenn dir jemand sagt, du Kannibalin? Das klingt nicht nach dem, was es ist, was du getan hast, oder? Das stimmt. Das klingt irgendwie falsch. Ja, siehst du. Außerdem bin ich kein Schwarzauge und erzähle dir Geschichten. Du erlebst es oder erlebst es nicht. Na dann, ich hab den Rest des Abends nichts vor. Na dann. Steht auf. Knallt dem Barkeeper 5 Cent hin für die Biere. Das ist aber eine gute Bezahlung. Er sagt, entschuldigen Sie. Aaron dreht sich um und knurrt ihn an. Ah, schon gut. Dann geht ihr eine Außentreppe, die minimal auch verfallen nicht, aber da so ein bisschen Putz bröckelt durchaus ab und das Geländer ist eher rostig, nach unten. Öffnet eine schwere Holztür, dahinter steht eine Art, nicht Türsteher ist falsch, Portier ist, glaube ich, auch nicht ganz das richtige Wort, aber das ist es, ein Einlasser. Der hat einen Anzug an, hat einen professionell ruhiges Auftreten, freundlich, aber nicht übermäßig. Ne? Es ist ein Mensch, der aber offensichtlich verzaubert ist, denn Hörner wachsen ihm wie ein enger Kragen aus dem Kopf um den Hals. Dahinter liegt noch eine weitere Tür und rechts ist dann so eine Art Umkleideraum, wie du siehst. Da siehst du allerlei Fetischklamotte, aber auch so Victorian-Style im Sinne von dem, was man halt bei Goff findet zum Teil, ne? Und damit meine ich alle Arten, also auch das, nicht nur das dunkle Zeug und so. Und Masken, ganz, ganz viele Masken. Guten Tag. Wenn Sie sich umziehen möchten, dann würden diese Räumlichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, ansonsten können Sie natürlich gern so eintreten. Sophie nickt ihm einfach erstmal nur zu. Dann würde er die Tür zum Raum dahinter schwungvoll öffnen. Musik. Es ist ruhige, ambiente Musik. Ertönt. Du hast einen gemütlich eingerichteten Raum in dunklen Tönen mit ein paar Sofen. Einer zweiten Bar, die da halt steht. Einzelne Tische mit halbflüsternden, hauptsächlich maskierten Leuten. Du entdeckst mindestens einen Träumer und, nee, nicht mindestens, du entdeckst einen Träumer. Es sind insgesamt so 3 Gruppen mit insgesamt vielleicht 9 Leuten. Es gibt dort unten keinerlei Lampen und keine Kerzen, aber irgendwoher kommt eine Art schummriges Licht, das Qualitäten hat, die du nicht kennst bisher. Es macht auf jeden Fall eine Identifikation von Leuten, selbst ohne Masken, schwerer. Also Aaron ist jetzt deutlich schwerer zu erkennen. Hinter der Bar ist erstmal Mensch. Also es ist kein Mensch, aber Menschengesicht. Er hat ein spitzes, schmales Gesicht. Perfekt rasiert, tiefbraune Augen. Ebenfalls Anzug gekleidet, aber etwas legerer. Der unterhält sich gerade noch kurz mit einem Typen, der wieder zum Tisch geht. Der wirkt dabei unheimlich zugewendet zu dem Typen. Und in der Feengestalt ist es ein Sarge mit schneeweißem Fell, wie bei einem Schneebock. Die Hörner sind auch widderartig. Er hat da einen gepflegten 3-Tage-Bart, der aber dann in ein wildes, weißes Fell so an den Koteletten schon übergeht. Und da trägt er eine Lederweste, also in der chimärischen, natürlich untenrum ohne. Und auf seinem Körper sind schwarze Runen, die du probest noch von vorhin geschenkt. Entziffern kannst als Kettenbrecher. Das ist eine grobe Übersetzung, weil unsere Sprache nicht dafür geeignet ist. Das ist viel schöner, klingt das in Wirklichkeit, okay, aber du könntest es nicht anders übersetzen. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Das ist übrigens keine Ausrede. Sehen die
so aus, als wären die einfach da, oder sind die irgendwie mal nachträglich aufgedingst? Die sind Teil seines Fleisches irgendwie. Mhm. Imprägniert. Ah. Ja, Aaron schubst sich dann so halb zur Bar zu dem Typen. Ja, die hat jetzt wenig Angst. Ja klar, aber der ist ungeduldig, weißt du? Ja. Pflanzt euch dann dahin. Mhm. Guten Abend. Schön, schön. Das Orakel des Verfalls. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier begrüßen kann. Willkommen. Willkommen im Nachtfeuer. Welche deiner Gelüste und Begierden darf ich heute befriedigen? Nur meine Neugierde. Die schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz befriedigen kann, aber wenn du Fragen stellst, bin ich gern bereit, Antworten zu geben. Sie schaut sich auch erstmal noch um. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie schon alles erfasst von diesem Raum irgendwie. Dafür ging es ja zu schnell. Die Leute wirken einigermaßen alle verhalten und beherrscht. Und es gibt an der linken Seite noch einen langen Gang, wo verschiedene Türen abgehen. Eine davon ist offen. Und ohne Treppe nach unten. Mhm. In den Unterkeller quasi. In den Keller des Kellers, meinst du? Genau das. Das zweite Kellergeschoss. Hast du noch nie was gehört, dass Städte vielleicht bombardiert wurden? Tatsächlich wurden Keller manchmal noch unter Kellern angelegt, wenn sie richtig Schiss hatten. Du, ich habe noch nie davon gehört, dass das passiert ist. Nee, da wo du herkommst, da wurden ja keine Bomben abgeworfen, ne? Das war ja verschont, soweit ich weiß. Da wo ich herkomme, steht noch jeder Stein auf dem anderen. Ja, da gibt es ungefähr so viele Altbauten wie in einer Plattenbausiedlung. Also soweit ich mich entsinne, war doch, das steht da alles schon seit dem 13. Jahrhundert dort. Das sind da alles noch alle malerische Handwerksviertel und so weiter. Total. Ja. In Oberhausen. So, jetzt hier Franziska. Also. Du blickst dich um. Ja. Das Licht hat tatsächlich eine äußerst merkwürdige Qualität. Du bist dir nicht mal sicher, ob es Licht ist, was da im Raum ist. Und es ist nie so wirklich an dem Fleck konzentriert. Ansonsten das, was ich gesagt habe. Mhm. Was hast du hier mit dem Licht gemacht? Extrem teure Nöcker-Erfindung. Musste jemanden die Zähne ausschlagen, damit das mir endlich ein bisschen, damit es mir überhaupt verkauft. Es sind keine Lampen im eigentlichen Sinn. Die geben kein Licht ab, sondern Schatten. Und also dort, wo Licht nicht ist, ist ja Schatten. Und dort, wo Schatten nicht ist, ist Licht. Das heißt, ich kann ziemlich gut modulieren, dadurch, dass ich Schatten in den Raum sende, wo Lichtspiel ist. Gefällt mir sehr gut. Es kann auch daran liegen, dass es mir so gut gefällt, weil es irgendwie meine Eitelkeit befriedigt, dass ich was habe, was kein anderer hat. Aber es passt ins Ambiente. Stimmt. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr deinstallieren. Ich weiß nicht genau, wo ich die damals aufgebaut habe. Und ich würde sie vermutlich nicht mehr finden. Das ist natürlich schlecht. Das heißt nur eigentlich nicht. Tja. Wenn es dich irgendwann nervt, wirst du wohl umziehen müssen. Es gibt schon nervende Faktoren, ja. Aber ich denke, sie sind es wert. Zum Beispiel? Ich möchte den Erfinder nicht schmähen, denn das ist wirklich eine hervorragende Erfindung, aber du weißt, bei den Nöckern gibt es halt immer, naja, einen Haken. Mhm. Den ich, wie gesagt, darüber schweige ich mich aus. Okay. Ich möchte nicht einer von denen sein, die immer das eine Salzkorn in der Suppe suchen, das zu viel ist. Das wäre auch übertrieben. Wie heißt du eigentlich? Malakai. Aaron rollt mit den Augen. Er verrät niemanden. Einen sinnvollen Namen. Künstlernamen, weißt du? Kennst du ja. Nein, ich benutze keine Künstlernamen. Oh, ich dachte, Millbrow ist ein Künstlername. Nein. Oh. So, Namen sind Schall und Rauch. Namen sind nicht Schall und Rauch. Namen sind gefährlich und der Name, der mir hier gegeben wird in meinem menschlichen Leben, ist einfach... Das ist aber so fantasielos. Und
Ich wähle diesen Namen, weil er Klang hat und er sich gut verkauft. Ich verkaufe hier eine Marke. Also nicht nur die Bar und das, was ich anbiete, sondern irgendwo auch mich. Und deswegen denke ich, ist ein Name, der im Gedächtnis bleibt, sinnvoll. Ich muss mich nicht verstecken. Du, alles in Ordnung, solange jemand weiß, von dem ich spreche, wenn ich nach dir frage. Ja, natürlich ist alles in Ordnung. Ich begründe nur, ich bin hier, um deine Neugier zu befriedigen. Da sollte ich doch etwas weiter ausholen. Das stimmt. Das klang so rechtfertigend. Nein, das sollte es zumindest nicht. Vielleicht ist es auch ein wenig rechtfertigend, wer weiß das schon zu sagen. Sag mal, hast du den hier schon mal gesehen? Die holt jetzt die Zeichnung raus. Oh, ja, ich glaube. Nein, stimmt. Oh, warte, nein. Die Sache ist... Das Bild ist jetzt nicht eindeutig. Die Augen, was hast du mit den Augen gemacht? Er hat normale Augen. Ich habe nichts mit den Augen gemacht. Okay, also auch keine künstlerische Freiheit. Nein. Also als ich ihn gesehen habe, hatte er menschliche Augen. Ich hatte das Gefühl, dass er ein schwacher, aber lohnenswerter Träumer ist. Treibst ihm irgendwo da um den MDR-Turm rum. Also nicht immer, aber manchmal. Ich habe ihn versucht, hier einzuladen. Ich habe mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, allerdings. Er führte das zu nichts Gutem. Inwiefern? Er hat wirre Träume, in denen ich mich verlaufen habe, zum Teil Dinge in Ecken lauern, denen ich mich nicht stellen will. Und das war, ich habe versucht, das zu tun, was ich tue. Ich habe versucht zu ergründen, wo die Begierden liegen, die ich hier helfen kann, ihm auszuleben. Ich bin natürlich eher spezialisiert auf Begierden, die man nicht laut formuliert, vor allem. Oder vielleicht auch vor sich selbst. Aber das, was ich da gesehen habe, war etwas, das ich direkt wieder vergessen habe. Ich konnte ihn als Träumer nicht gebrauchen und als Gast schien er mir reichlich ein schlechtes Maskottchen. Also habe ich ihn rausgeschmissen. In der Nähe des MDR-Turms, sagst du? Ist er häufig, ja. Dann werde ich da bei Zeiten nochmal schauen gehen. Ich bin kein Schild des Lichts, das sich vor Unheil bewahrt. Ich sag dir nur, sei vorsichtig mit den Träumern, die vom Wahnsinn ergriffen sind. Und ich bin niemand, der nach einem Schildträger oder einem Held in strahlender Rüstung sucht. Ich danke was dir. Was nicht heißt, dass du nicht ab und zu einen brauchen könntest, wenn du dich in zu großen Mist verwickeln lässt. Das stimmt. Ich wollte auch eigentlich nur ausdrücken, du wirst sowieso tun, was du für richtig hältst und das ist richtig und gut, aber es wäre falsch, nicht zu sagen. Pass besser auf. Nicht zuletzt deswegen, weil es sich am Ende bis immer besser anfühlt zu sagen, ich hab das doch gesagt. Man kommt viel zu selten dazu. Das stimmt. War da eigentlich irgendwo ein Rauchverbotsschild oder raucht da jemand? Da rauchen Leute, ja. Okay, dann zündet sie. Dann macht sie sich jetzt eine Zigarette fertig. Aaron wird sie dir aus der Hand schnappen und sich in den Mund stecken und dann dein Feuerzeug auch. Meine liegen noch irgendwo zu Hause. Sophie lacht nur ein bisschen und dreht sich eine neue. Schade nur, dass es nicht so ein wunderschönes, reines Kinderlachen ist. Also. Das stimmt. Ja, also du rauchst eine sehr gut. Ja, die ist jetzt nicht so... Nee, ist ja okay. Ich wollte nur wieder zurückkommen. Wieso suchst du den eigentlich? Das weiß ich nicht. Orakelstaff. Ja. Das werde ich vermutlich irgendwann wissen, wenn ich ihn gefunden habe. Und vielleicht nicht mal dann.
faszinierend. Ich meine, auf der einen Seite würde ich mich nie für jemanden klassifizieren, dem es gefallen würde, in die Zukunft zu sehen. Jeder hasst Spoiler. Man will das Ende ja erleben, ohne vorher davon zu wissen, aber auf der anderen Seite ist es ja genauso deprimierend, zu wissen, dass da was ist und am Ende nicht mal aufgeklärt zu werden. Ach, keine Ahnung. Tja, so ist das manchmal. Aber wenn einen die Zukunft zu sehr frustriert, flüchtet man sich in die Vergangenheit. Und dann irgendwann hat man die Vergangenheit satt und geht wieder in die Zukunft gucken. Was willst du denn in der Vergangenheit? Oh, die kann sehr nützlich sein. Ja, das mag sein. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe ein Feuer, das die Vergangenheit frisst und nur die Gegenwart zurücklässt. Wir sind alle so beladen mit so einem Haufen Scheiß und so einem Haufen alter Feindschaften und so einem Haufen Eide, Erinnerungen, die Schmerzen und all der ganze Kack. So viel unnützer Ballast. Aber trotzdem faszinierende Geschichten. Sicherlich. Natürlich, das will ich niemanden wegnehmen. Ich wünschte, es gäbe ein Feuer, das meine Vergangenheit frisst und nur die Gegenwart zurücklässt. Warum? Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Als ihr verurteilt wurdet und die Macht des Grafen besonders stark war und sich die vier zusammengetroffen haben, um, naja, den Richtspruch walten zu lassen. Da ging ein kleiner Stoß durch die Welt, oder nicht durch die Welt sicherlich, aber er kam bis hierher und erinnerte mich an ein paar Details meiner alten Leben und alles, was mir danach in den Sinn kam, bevor sie mir wieder entwichen sind und ich jetzt keine Ahnung mehr habe, was da war. Alles, was ich noch weiß, war der Gedanke, Gott, wie hast du eigentlich dein Leben verschwendet? Und das davor vermutlich auch. Und jetzt weiß ich nichts mehr davon. Ich kann es nicht in Perspektive setzen. Ich habe nur den quälenden Gedanken, dass ich vermutlich 30, 40, 50, 60 Jahre verschwendet habe mit irgendwelchem unnützen Unfug. Deshalb die Runen? Nein, ich habe keine Ahnung. Was sie bedeuten? Was sie bedeuten, wo sie herkommen, wo sie hingehen, ob sie mir bleiben, ob sie schon da waren. Ob sie verschwinden. Sagen, was sie bedeuten. Und was verlangst du dafür? Nichts. Dann lieber nicht. Ich hab lieber ein ehrliches Geschäft, von dem ich vorher weiß, anstatt so ein... Es klingt immer, als würde da noch was mitschwingen oder was hinterherkommen. Und auch wenn du jetzt die besten aller Absichten hast, dann gefällt mir das nicht. Gut. Dann werde ich mir das für den Zeitpunkt aufheben, an dem ich tatsächlich mal was von dir will. Vielleicht ist deinem Interesse schon erloschen. Vielleicht. Ich biete dir 2 Sov. Sie musste kurz überlegen. Gut, war. Ja. Du weißt ja, die Fürsten dürfen ihre eigene Währung prägen. Ja, genau. Deswegen muss sie kurz überlegen, bis sie dann gerafft hat. Ach ja, Moment, da war was. Sie hätte es ihm tatsächlich so gegeben, aber wenn er das unbedingt will. Gut. Ich habe ein schlechtes Gefühl, das war ein schlechter Handel. Eine Sekunde bitte.
Er kramt unter der Bar und wird einen Ehering hervorholen. Ziemlich verschlissen, kein besonderer Edelstein, einfache Goldüberzug, irgendein Nachname drin, nennen wir ihn einfach Müller. Mordhorst. Also Mordhorst und das Datum ist dann hier der 10.06.84. Mhm. Ach nee, da stehen immer die Vornamen drin, ne? Keine Ahnung. Lara, ja, steht da drin, fertig. Okay. Und da drin wohnen durchaus zwei Glamour. Mhm. Ja, legt er die Folie auf den Tisch. Ich bin ganz Ohr. Achso, ja. Er lehnt sich so weit vor, dass du halt, dass Aaron vielleicht nichts mitbekommt. Das bedeutet sowas wie Brecher der Ketten. Ja. Ah, verdammt, ich bin auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Nein, das ist mein Ernst. Oh Mann, zwei Sof hab ich dafür bezahlt. Ich hab mich verarscht. Ich dachte, du wärst frisch nicht mehr mündel. Wie kannst du. Du bist ja bestimmt harmlos. Oh, fuck, Mann. Ja, du hast mich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ältester Trick der Welt, Mann. Sie sputzelt ein bisschen, lehnt sich zurück. Und wenn er es ihr nicht glauben will, ist das sein Problem. Das nächste Mal kriegst du mich nicht so einfach, aber den schenke ich dir. Ich gieße dir einen kleinen Schnaps ein. Alles klar. Obwohl, was trinken die? Du kriegst bestimmt einen Gin Tonic. Das war so ein englisches Ding, oder eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Jetzt schon. Okay. Gin, aber ja, Gin ist echt was Englisches. Oder Portwein. Mhm. Danke. Ich denke, du wirst mit ihm dann noch ein bisschen chillen. Ja. Ein paar der Gäste dort werden sie in ein anderes Zimmer verziehen. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, was da passiert. Ja. Manchmal stehen Türen offen, manchmal nicht. Das ist halt alles frei, frisch, fromm, fröhlich, frei. Genau. Mhm. Und dort wird an dem Abend von dem einen Träumer sicherlich ein Glamour produziert, aber der gehört nicht dir. Ich hab da gerade zwei gekriegt. Ja, als Paraphernalia. Ich hab dir die auch so aufgeschrieben, ne? Ja. Kannst ja einlösen, wenn du willst. Naja, ehe mir das Ding jemand wegnimmt, klaut oder was auch immer, ja. Achso, ich meine, du kannst es jetzt halt nicht sofort kaputt machen. Du kannst es erst zu Hause kaputt machen. Ja, nee. Gleich direkt gut schreiben. Ja, mach das mal, weil ob ich die Glamour jetzt am Körper trage oder als Paraphernalia, im Augenblick ist es nicht wichtig. Hm. Hä? Theoretisch stimmt das ja. Ja, es ist auch völlig egal. Ja, passt schon. Ich bin gerade ohnehin nicht voll. Es wäre dann interessant, wenn sie voll gewesen wäre, aber das ist sie nicht. Ja, in dem Fall stimmt schon, weil das auch ein Ding ist, was du nicht so leicht kaputt machen kannst. Ja. Gut. Ich denke, du wirst dann halt irgendwann einen Anruf bekommen von David, der irgendwann mit Sandro auch fertig ist. Mhm. Also, wir dann noch ein bisschen unterhalten und wir machen erstmal Schluss für heute. Alles klar. Daddy, könntest du bitte mal kurz ingame lachen? Fick dich. Okay, war ein schönes Lachen. Ich kenne auch kein Kinderlachen. Das funktioniert nicht. Doch, du könntest es versuchen. Nein, das ist ganz ehrlich, nein, das krieg ich nicht hin. Bis nächste Woche übst du das. Ja, ich wollte schon sagen. Das ist jetzt ein wunderschönes Stimmchen. Nein, das funktioniert nicht. Das hat dich echt ein bisschen fertig gemacht, oder? Ich fand das ultra cool. Yeah, Alter, das ist irgendwie voll creepy und ich dachte, wir wären, also man sagt uns ja nach, dass unsere Shadowrun-Charaktere komisch waren, aber das ist creepy, Mann. Wunderschön. Ja. Und ich bin als Böse dargestellt, nur weil ich mir ein paar Monate Lebenszeit besorge. Ein.
Und ach so, Lebenszeit. Du hast dir das ganze Leben geklaut. Ja, damals. Das ist halt okay. Ja, du weißt ja nicht, wie lange die ihre Sammlung schon anlegt. Das kann doch schon ein paar hundert Jahrhunderte gehen. Und das waren alles faire Täusche. Tauschgeschäfte. Dieses Kind hat nur seinen Vater ausgegraben und hat festgestellt, dass er immer noch tot ist. Es wollte ihn nochmal sehen, es hat ihn nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Die Dummheit der Kinder darf nicht schützen vor Strafe. Ja, allerdings. So. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Meine kleinen Schlingeletten und Schlingellohnen. Meine Hemmschwelle ist ja bekanntlich eher gering. Die meiner Gruppe bekanntlich eher auch. Es wird ja eigentlich immer alles, was wir tun, irgendwie objektiviert, sodass wir alles machen können. So Grenzen sind ja quasi kaum vorhanden. Jetzt habe ich ja diese Folge geschnitten. Und das war mir zum ersten Mal, und ich mache das ja auch wirklich nicht erst seit gestern, unfassbar unangenehm. Also unfassbar. Da am Spielabend selbst, da ist mir das alles überhaupt nicht aufgefallen. Weil, naja, wenn ich ein Ski spiele, dann baue ich mir einen gläsernen Blick und gucke durch meinen Bildschirm durch und distanziere mich so vom Geschehen, weil sie das ja auch selber sind, die Ski. Ne? Und natürlich wusste ich vorher, dass das alles creepy und merkwürdig sein soll. Ich wusste bis zu dem Tag. Also ich wusste, dass so ihr Thronsaal da aussieht und dass sie gern mal einen Menschen reinguckt und dass sie diese Sammlung hat. Das war mir alles klar. Ich wusste nicht, dass sie vielleicht da etwas anbietet, aber es hat sich irgendwie voll gut ergeben. Und er hätte es ja ablehnen können, theoretisch. Er hätte halt nur nicht sagen müssen oder dürfen, nee, du dumme Fotze. Er hätte ja vielleicht anders. Aber na gut, ist es anders gelaufen. Aber Mann, war das war mir tatsächlich, das war schlimmer, als ich das geschnitten habe. Das ist mir wirklich am Spielabend einfach nicht aufgefallen, wie. Also ich meine, ich bin froh, dass es so gelaufen ist, ich bereue nichts. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Rechtfertigung, das gehört genau so, was gehört bei Changeling rein, oder bei Feen. Aber es ist jetzt so eine Hintergrundinformation, ne? Transparenz. Weil sowas, das sind ja die Dinge, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt. Oder die man auf jeden Fall nicht mitbekommt. Und ja, das war schon sehr ekelhaft. Ich weiß auch immer noch nicht, warum David sich ein Mädchenlachen ausgesucht hat. Ist aber auch egal in dem Alter, weil die ungefähr die gleiche Stimmhöhe haben. Also ungefähr, das ist ziemlich genau die gleiche. Gut. Hat er jetzt ein schönes Geschenk bekommen. Ist ja auch ganz wichtig. Und von da an kann man ja jetzt weiterarbeiten. Jetzt kann er vielleicht auch eine eigene Sammlung anlegen. Und dann kann er ja später Weiber aufreißen. Müssen wir mal meine Kinderlachensammlung angucken. Das klappt bestimmt gut. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Dings.